Ja. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel, und zwar zu Submerged. Ja. Ich habe es mir runtergeladen. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir vor kurzem erst ein paar Videos angesehen, ein paar Bilder angesehen, und ich muss sagen, es sah sehr nett aus, interessant aus, und ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses Abenteuer wird, was wir erleben werden. Wir werden sehen. Ich drücke die X-Taste und dann schauen wir mal. Und wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich schaue mal eben in den Optionen mal ganz schnell, weil ich habe natürlich nicht vorher angespielt, so wie es ja kennt. Grafiken, können wir irgendwas Helligkeit anpassen? Wir machen mal ein klein wenig heller, weil bei YouTube ist es immer etwas dunkler. Deswegen mache ich es mal ein bisschen heller. So, ich hoffe, man hört mich auch. Es ist doch ein bisschen sehr laut. Ich werde mal ein bisschen die Lautstärke ein bisschen runterregeln, also zumindest vom Spielsound. So, ich hoffe, das passt. Option anwenden. Jawohl. Steuerung, Abspann. Abspann brauchen wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. So, ich drücke neues Spiel und dann geht's jetzt auch los. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja eine kleine Story-Geschichte. Jetzt kommt erstmal ein Ladebildschirm. Jetzt aber auf geht's. Ja, und da wären wir auch schon. Muss mal aufpassen, dass ich hier zu laut werde. Mal ein bisschen gucken. So, bewegen mit dem linken Stick. Ah, okay. Blalalala. Sehr schön. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Submerged. Einem, ja, Adventure. Einem kleinen Rätsel-Adventure. Wo wir sehen, dass wir hier, ja, bei einer, ja, ein apokalyptisches Szenario sind. Ja, ein paar Ruinen, es ist alles überflutet. Wir tragen unseren Sohn, vermute ich mal, bei uns. Und wir müssen mal schauen. Und es sieht schon sehr beeindruckend aus, also muss ich sagen, es ist schon sehr toll. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und wir schauen mal. Und wir haben hier so eine Art Altar. Können wir hier was machen? Da ist ein kleines Pünktchen. Da gehen wir mal hin und schauen wir mal, was da... X drücken. Okay. Und es scheint so, als wäre unser Sohn krank. Oder unser Bruder. Ich vermute mal, vielleicht ist es doch unser Bruder. Er hat eine Verletzung am Bauch. Vielleicht müssen wir ihn retten. Verschiedene Zeichnungen, die mir persönlich jetzt noch nichts sagen. Familie, Haus, Kinder. Sah zumindest danach aus. So.
So, R1 können wir drücken. Was haben wir denn da Schönes? Master. Okay. Habe ich nicht verstanden. Die Geschichte der Stadt. Kreaturen, Monumente, unsere Geschichte. Okay, unsere Geschichte. Können wir da was wählen? Anscheinend nicht. Wir können scrollen. Oh, alter Schwede. 44 Geschichten. Aber man kann da... Ich glaube, das sind nur... Huch, was war denn das gerade? Soundprobleme. Ich glaube, man kann da aber, glaube ich, nichts wählen. Ich versuche da mal irgendwas zu drücken, aber ich glaube, da ist nichts. Kreaturen, Monumente... Monumente? Gibt es nur 8 Stück? Okay, Kreaturen auch nur 8. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich brauche etwas, um Takus Blutung zu stoppen. Es sind gerade massige Soundprobleme. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hoffe, die sind in der Aufnahme nicht drin. Ich brauche etwas, um Takus Blutung zu stoppen. Also, wir wissen, unser Bruder wird sein. Wir brauchen etwas, um seine Blutung zu stoppen. Und jetzt geht das Spiel eigentlich auch los. Das heißt, wir müssen, ja, erkunden. Und da bin ich sehr gespannt. So, wir können mit X wieder ins Boot einsteigen. So. Mit R2 können wir beschleunigen, mit L2 können wir umkehren. Und es ist quasi so ein bisschen Open-World-mäßig und das finde ich sehr schön für so ein Indie-Game. Ich muss das Boot dorthin bringen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was unten stand. Wir haben ja auch eine Karte. So. 0 von 60 Geheimnissen gefunden. Geheimnisse, Boot-Upgrade. Man kann sogar das Boot upgraden. Okay, Vorräte und die Startseite. Na, fantastisch. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal hier hin. Schauen mal, was uns hier erwartet. Wir müssen ja etwas finden um Takus Leines Hotel. Das war also früher mal ein Hotel, okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Wir können wahrscheinlich auch klettern, so wie das aussieht. Okay. Ah, das funktioniert so, okay. Also man muss nichts drücken, nicht X drücken oder so irgendwie und... Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Alle hopp. Und nochmal. So. Oh, was haben wir denn da? Oh. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Schwarm. Ein Schwarm Wespen oder sowas. Schon wieder was. Es ist gerade unmäßig laut. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Wenn nicht, muss ich noch meine Aufnahme nochmal gucken. Können wir hier raufklettern? Nein. Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten, bis der Schwarm immer weg ist. Versuch mal jetzt hier durchzurennen. Jawohl, sehr schön. Und dann geht's doch schon weiter. So. Alter Schwede. Sieht das geil aus. Also für ein Indie-Game schon sehr beeindruckend, was die auf die Beine gestellt haben. Und wir sind verlassen in dieser Stadtruine und wissen nicht weiter. Und hier lauern überall Gefahren. Und dort ist ein Buch. 1 von 60, da haben wir, ja, die Geschichte der Stadt, aber wir können die leider nicht. Ich würde so gerne mal was lesen. Ich hoffe, wir kommen noch dazu, was zu lesen. Weil momentan sieht es so förmlich so aus, als wären hier nur Bilder. Ich werde sie in einem Tagebuch aufbewahren. So. Wow. Oh. Da war ein Wal. Habt ihr es auch gesehen? Da war ein großer Wal. Da. Alter Schwede. Ist das toll. Ich feiere das gerade voll. Bin ich ganz ehrlich. Das ist richtig geil gemacht. Können wir hier was mitmachen?
Nee, okay. Ich gehe mal hier komplett einmal rum. Okay, wir hätten auch hier lang gehen können, aber gut, mein Gott, da haben wir das, die Geschichte der Stadt jetzt aufgesammelt ein wenig. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich hoffe, man kann auch ein bisschen was rausfinden und lesen über die Stadt, was hier so passiert ist und warum die überflutet ist und was mit den Ruinen ist und alles. So, ich glaube, hier kommen wir hoch. So, hopp. So. Es ist sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Was leuchtet hier? Das ist einfach nur Glühwürmchen. Ah, wie schön. Glühwürmchen. Ich mag Glühwürmchen. Da oben ist ein Kran. Also ist es doch eine sehr moderne Stadt gewesen, soweit wie das aussieht. Was steht da drauf, dem Schild? Kann man das lesen? Was steht da? Rose? Steht da Rose? Moment. Rose Stones? Chips oder sowas? Kann das sein? Ich hoffe mal. So. Mal umsehen. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Hier ist eine Tür, aber hier kommen wir... Nein, hier kommen wir nicht rein. So, hier geht's aber nach oben. Jawohl. Oh, da oben. Sieht aus wie Vorratspakete, die hier abgeworfen worden sind. Jawohl. Emergency-Ration haben wir gefunden. Ein Rescue-Paket. So, es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehrere. Also viel, viel mehr, so wie wir gesehen haben. Also geht's wieder zurück zu unserem Bruder und verarzten ihn erstmal. So. Ich glaube, ich mache mich doch noch mal ein bisschen lauter, weil nicht, dass ich zu leise bin. So, jetzt haben wir ihn wenigstens ein bisschen verarztet und legen uns schlafen. Auf einen neuen Tag. Überleben? Schwimmen? Fischen? Was essen? Ich glaube, wir müssen jetzt was zu essen organisieren. Weil wir haben ja wahrscheinlich Hunger und unser Bruder wahrscheinlich auch. Ich nenne ihn jetzt, wie gesagt, einfach mal unseren Bruder. Ich vermute es mal, weil so vom Alter her würde es hinkommen. Ich muss mehr von diesen Kisten finden. Ja, das machen wir doch. So, wir haben mit Dreieck ein Fernglas. Oh, das ist ja cool. Damit können wir... Oh, wir können sogar zoomen. Ah, damit können wir verschiedene Sachen uns angucken, wo wir vielleicht hinreisen könnten. Da oben könnte eventuell auch was sein. Was haben wir denn da? Oh, Ort zur Karte hinzugefügt. Schauen wir mal. Das wäre da. Ein Boot-Upgrade ist das. Ich glaube, dieses Boot-Upgrade, ich glaube, das werden wir uns mal organisieren. Vielleicht können wir ja dann damit ein bisschen schneller durch die Gegend fahren. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das war. Oh, oh. Ich hoffe, die Wale greifen uns nicht an. Es ist wahrscheinlich ein großes Risiko, hier lang zu fahren. Wo waren das jetzt? Hilfe. Ich muss auf die Karte mal eben schnell schauen, aber ich glaube, wir fahren richtig. Ja, hier ist es. Da haben wir auch schon ein Boot-Upgrade. L1 für Boost. Cool. Jawohl. Wir können boosten. Damit fährt mein Boot länger, schnell. Das ist natürlich geil. Boah, ich will ja alles erkunden, auf jeden Fall. Also ich nehme euch hier fleißig mit auf die Reise und wir versuchen ja alles zu erkunden. Komme ich hier lang? Ja. Wir versuchen mal, ich glaube, ich habe da eine Kiste gesehen. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe. Da leuchtet was, jawohl. Da gehen wir mal hin. So. Und dann steigen wir mal aus und schauen uns hier mal um. Was haben wir denn da hinten? Sieht aus wie ein Wassertank.
Vielleicht müssen wir noch... Und da hinten ist eine Antenne. Vielleicht müssen wir auch noch was zu trinken finden später. Wir müssen mal schauen. Und es wird so langsam Nacht. Man merkt, es ist schon dunkler geworden. Das heißt, wir haben ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel. Die Frage ist jetzt, ob es halt missionsbedingt ist, also so... Oder halt regelmäßigen, dynamischen Tag-Nacht-Wechsel hat. Eine Gruppe. Ich glaube, wir haben eine Gruppe gefunden, so wie das aussieht. Ja, es könnte eine Gruppe sein. So, gehen wir mal runter. Das war aber nur ein weiteres Stück einer Geschichte. Wir müssen aber weitere Vorratskisten finden. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Gesammelte Vorräte, okay. Das heißt, wir müssen die Karte auch richtig erkunden. Also nicht nur irgendwie, schnurstracks einfach mal alles abfahren, sondern wirklich richtig erkunden. Und ich glaube, das sieht aus nach einem Gebäude, was wir wirklich mal erkunden sollten. Das sieht verdammt riesig aus. Ich hoffe, wir kommen da drauf. Ich weiß nicht, ob das taktisch so intelligent ist, hier lang zu fahren mit dem Boot oder zu schwimmen. Kommen wir hier überhaupt hin? Ich schau mal. So, da ist ein Anlegeplatz. Da gehen wir mal hin. Sehr schön. Und da hinten, ich glaube, das könnte... Ja, da oben ist noch eine Vorratskiste. Also überall, ich glaube, wo die Fahnen sind, werden wir, glaube ich, so Vorratskisten finden. Und da ist auch ein... Ich glaube, da ist ein Buch, eine weitere Geschichte. Es macht schon eine Menge Fun. Es ist sehr atmosphärisch. Es ist total geil. So, und wir klettern den Kran hinauf. Und so wie es aussieht, ist es doch... Alter Schwede, ich habe Höhenangst, habe ich das schon mal erwähnt. okay, cool. Es sieht förmlich danach aus, als wäre es hier eine moderne Metropole gewesen. Aber die Frage ist doch, warum und weshalb ist die untergegangen? Haben wir da hinten? Das sieht aus wie so ein Hotel oder so. Alter Schwede. Ich muss mal kurz anhalten. Und das einfach nur mal genießen. Den Entwicklern zuliebe. Ach ja, schön. Klar, man baut immer höher. Man baut immer weiter in der heutigen Welt. Doch wozu das Ganze? Man weiß es nicht. Und die Natur hat sich anscheinend alles wieder geholt. Die Vogelperspektive. So, wir haben ein neues Symbol oder eine neue Geschichte. Und zwar der Kran. Und wir schauen uns natürlich jetzt erstmal hier um. So. Und alter Falter, ist das hoch. Ich schau mal kurz ins... Da haben wir noch was. Noch ein Teil einer Geschichte. Sehr schön. Da hinten ist auch was. Und da ist noch, glaube ich, eine Kiste. Ja, sehr schön. Vielleicht gibt es etwas, was ich kann. Was? Ob ich etwas gebrauchen kann. So, sehr schön. Nice. Ja, aber man sieht, die Natur holt sich alles zurück. Nach so einer langen Zeit natürlich. Je nachdem, wie lange schon diese Stadt ja nicht mehr belebt ist. So. Und da haben wir wieder ein Stück einer Geschichte. Vögel, Familie, Haustiere vielleicht. Ich möchte nicht runterfallen, aber ich möchte einfach mal diese Aussicht genießen.
Das sieht schon faszinierend aus. Wow. Ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel. Oh mein Gott. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um die erste Folge Submerged zu beenden. Wir genießen den Ausblick. Und ich würde sagen, in einer weiteren Folge erkunden wir weiter die Stadt. Und dann seid ihr hoffentlich bei dem tollen Abenteuer wieder mit dabei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.